Das eine sage ich euch, haltet ja die Klappe. Sonst buchten die mich heute noch ein. Wir mussten damals unterschreiben, absolutes Stillschweigen zu bewahren. Es war also 68, kurz nach dem Einmarsch. Wir erwarten von ihm, dass er seine Fehler einsieht und seine Verbindung zur Arbeiterklasse festigt. Wir, die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a, sind empört über die Verächtlichmachung unserer nationalen Volksarmee durch Stefan Anders. Wir fordern seinen Ausschluss aus der Freien Deutschen Jugend. Ich halte es unserem Staat gegenüber für unverantwortlich, einer musikalischen Begabung wie Stefan Anders ein für alle Mal die Möglichkeit zu nehmen, an einer Hochschule zu studieren. Wenn Sie sich für die marxistische Weltanschauung mit ebenso viel Scharfsinn einsetzen würden wie für die Religion, wären Sie ja fast am Platz. Die Mehrheit marschiert. Und es genügt eine Minderheit, um die Mehrheit hineinzureißen. Aber das wäre doch dann hoffnungslos. Ja, das ist es auch. Die Verfassung ist das eine, das andere ist das Recht der Arbeiterklasse zu bestimmen, wer in die Abiturstufe delegiert wird. Wer ist denn das die Arbeiterklasse? Sie?